dieser Mann, der so oft hintereinander bei uns zu Gast war wie kein anderer in 30 Jahren Stern-TV-Geschichte. Professor Hendrik Streeck, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend, Professor Streeck, bitteschön. Das ist die Heinsberger Fankurve. Ne? Die meisten von denen aus Heinsberg kennen Sie wahrscheinlich vom Sehen. Ne? Sie waren da ja tagelang unterwegs, als in Heinsberg wirklich die Luft brannte, man muss das so sagen. Das wäre jetzt zu viel gesagt, dass ich Sie vom Sehen kenne, aber man fühlt sich sehr verbunden mit Heinsberg. Und gerade mit dem Landrat waren wir schon sehr häufig gesprochen, sehr viel unterwegs. Also schon so eine Familie geworden. Herzlich willkommen auch an den zuständigen Landrat Stefan Pusch. Schön, dass Sie heute Abend hier sind und danke, dass Sie das mit möglich gemacht haben, dass wir heute mit Kulisse feiern dürfen, mit Publikum. Sie hatten damals, als wir im Frühjahr, ich sag schon damals, es fühlt sich an, als wär's 10 Jahre her, so ein ereignisreiches Jahr. Ja. Aber Sie haben sich gut gehalten über den Sommer und auch ein bisschen... Das macht das Make-up. Ja, gut, da sorgen wir heute auch für. Sie haben uns dann versucht, auch infolge der Heinsberg-Studie näher zu bringen, was da eigentlich passiert ist. Dass Gangelt insbesondere so besonders getroffen war vom Corona-Ausbruch. Heute Abend können Sie aber, weil Sie weitergeforscht haben, glaube ich, auch erstmals genau erklären, was damals passiert ist auf dieser Karnevalssitzung in Gangelt. Was wissen Sie inzwischen aus der Forschung? Ja, also ganz genau können wir es nicht nachvollziehen. Das Besondere an Kreis Heinsberg und was auf der Karnevalssitzung passiert ist, ist das allererste Superspreading-Event in Deutschland gewesen. Und eigentlich ein Ursprung von der Pandemie in Deutschland. Man muss sich das so vorstellen, es war ein relativ kleiner Raum, mhm, wo über 400 Leute gefeiert haben, ganz normal im Karneval gefeiert haben. Und aus Lärmschutzgründen waren eben auch die Fenster geschlossen, sodass nur die Umluftanlage, also wirklich sehr einfache Umluftanlage, betrieben wurde, die eigentlich fast überall installiert ist. Also ist jetzt keine Klimaanlage, die Frischluft reinführte, sondern im Grunde eine Virenschleuder, also eine Umweltpumpe. Aber das wusste man ja damals noch gar nicht, dass es überhaupt so solche Szenarien gibt. Also ja. Aerosole wurden ja bis zu heutigen Tagen eigentlich immer noch sehr skeptisch diskutiert. Aber in solchen Fällen, wo wirklich viele Menschen aufeinandertreffen und gemeinsam feiern und sich schlechte Luft herrscht, dann spielen Aerosole vielleicht wirklich eine Rolle. Und wir sehen einen Zusammenhang zu den Lüftungsanlagen. Also wer näher an einer Zuluftanlage zum Beispiel gesessen hat, der hat sich eher infiziert als jemand, der bei der Abluft gesessen hat. Das können Sie durch die Sitzordnung heute so nachvollziehen? Das können wir nachvollziehen. Und insgesamt haben sich fast 44% an dem Abend infiziert. Was bedeutet das für Herbst und Winter, dass wir alle ein schärferes Auge haben, wenn wir wieder in geschlossene Räume gehen, auf Lüftungsanlagen unter der Decke? Ja, also den Herbst und Winter sehe ich schon selber auch ein bisschen kritisch, weil wir werden gezwungenermaßen enger beieinander sein, einfach weil es kalt ist und wir in den Räumen drin sind. Ich glaube, zu beachten, dass Stoßlüftung wichtig ist, also oder regelmäßiges Lüften, dass man auch nicht zu viele auf dem engen Raum hat, aber auch sich vielleicht von dieser Angst dabei nicht zu sehr treiben zu lassen, sondern dass man da auch ein bisschen, mittlerweile auch ein bisschen Gelassenheit reingeht, dass man, wenn man bestimmte Regeln einhält, dass man eigentlich relativ gut auch damit umgehen kann. Gelassenheit ist das Stichwort. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in dieser Woche was sehr Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, man würde mit dem Wissen heute keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht noch mal passieren. Wir werden nicht noch mal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Heißt das umgekehrt, mit dem Wissen von März blieb uns aber nichts anderes übrig? Ja, also schauen Sie, wir haben ja immer nur ein Wissen auf Zeit. Und das lernt man gerade sehr deutlich kennen, dass unser Wissen, was wir heute haben, übermorgen vielleicht keine Rolle mehr spielt oder überworfen wird. Wir müssen uns irren und wir müssen auch Fehler in so einer Pandemie machen dürfen, weil nur aus den Fehlern, also einem Trial and Error, kann man eigentlich auch erst lernen, wie man einen pragmatischen Umgang mit so einem Virus erlangen kann. Pragmatischer Umgang heißt bei Jens Spahn auch, er kann sich Karneval nicht so recht vorstellen. Ich frage mal den Landrat aus Heinsberg, weil Sie gerade beim Thema Karneval besonders gebrannt sind. Glauben Sie, es wird einen Karneval in Heinsberg geben können in der kommenden Session?
Also eher nicht. Ich habe die Tage auch mal deutlich gesagt, ich kann mir im Moment, wo wir versuchen, jetzt wirklich die wichtigen Einrichtungen aufzuhalten, insbesondere Schulen, Kindergärten, brauchen wir, glaube ich, nicht noch auch von den Kapazitäten des Gesundheitsamtes her. Man muss ja sagen, wenn was ausbricht, müssen wir es ja nachverfolgen, Containment machen und alles dergleichen. Und wenn wir dann neben den, sag ich mal, essentiellen Dingen, die wir zum Leben brauchen, die für uns alle auch wichtig sind, die natürlich auch unsere Wirtschaft braucht, noch zusätzliche Geschichten kriegen und wir hätten unter ungünstigen Bedingungen das nochmal vielleicht so ein Superspread im Kreis Heinsberg, dann würden wir das kaum gepackt kriegen, zumindest mal die Menschen ja auch in meinem Gesundheitsamt nicht beliebig vermehrbar sind. Ne? Und das ist eine Sache, wo man dann noch abwägen muss. Ich glaube, man kann sicher nach frischen Luft, was möglich ist, über Konzepte nachdenken, kein Thema. Aber gerade in geschlossenen Hallen ist das ja auch schon deswegen begrenzt, weil man könnte die ja nur so wenig belegen, dass es ja auch unwirtschaftlich wäre, so eine Veranstaltung durchzuführen. Deswegen, Sie haben mit Herrn Streeck ja einen beratenden Experten bei der Seite, der das sicherlich... Ja, wir telefonieren auch schon mal. Ne? Also das ist ja durchaus, glaube ich, gerne. Ich möchte eine Sache fragen, weil die, glaube ich, in diesen Tagen ganz viele Leute beschäftigt. Wir haben steigende Infektionszahlen, aber die Krankenhäuser melden entspannte Lage und die Todeszahlen bleiben zum Glück stabil. Da gibt es Leute, die sagen, unsere Prävention hat einfach super funktioniert. Es gibt Leute, die sagen, naja, jetzt erkranken auch vermehrt junge Menschen mit stabiler Gesundheit. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das liegt daran, dass das Virus schon mutiert und harmloser wird. Was ist Ihre Erklärung? Vielleicht eine kurze Antwort, wenn es geht. Ja, es sind wahrscheinlich viele Faktoren, aber wir wissen aus den Grundlagen der Hygiene, dass viele Viren am Anfang der Infektion eine starke Symptomatik auslöst, wenig Viren eine milde Symptomatik. Und genau das machen wir mit dem Abstand halten und Maske tragen, dass wir eigentlich die Infektionsdosis heruntersetzen, ein Stück weit. Und wenn es zu Infektionen kommt, dann eher milde Infektionen. Mhm. Es wird quasi nicht mehr ins Gesicht gehustet, wie am Anfang der Pandemie, sondern eher dann auf Abstand kriegt man mal ein Virus ab. Und deswegen achten wir auch heute im Umfeld dieser Produktion hinter den Kulissen auf Masken. Wir haben hier im Studio Abstand, obwohl jeder Einzelne und jede Einzelne von Ihnen und Ihrem Team negativ getestet wurde. Vielen Dank für den großen Aufwand. Danke, dass Sie uns durchs Frühjahr begleitet haben und hoffentlich auch weiter begleiten. Henrich Streeck, vielen, vielen Dank.